Eine virtuelle Galerie mit Bildern aus aller Welt in Ingolstadt. Aus über 70 Orten weltweit haben Hobbyfotografen, Amateure und Profis ihre Bilder auf eine Online-Plattform hochgeladen. Unter dem Motto Start19 feierte Sculpture Network zusammen mit Fotograf Johannes Hauser einen Neujahrsempfang der anderen Art. Mittendrin meine Kollegen Pauline Pöppel und Daniel Wilpert. Kunstliebhaber aus 21 Ländern haben die virtuelle Galerie geschaffen. Über eine Fotowand waren die 5000 Teilnehmer miteinander verbunden. Organisiert von Sculpture Network und dem Alf-Lechner-Museum fand die Veranstaltung Start 19 zum ersten Mal in Ingolstadt statt. Als Motiv diente das Labyrinth von Alf-Lechner. Sculpture Network ist eine Organisation, die sich für die dreidimensionale Kunst einsetzt, die sich darum bemüht, diese Art von Kunst in die Gesellschaft reinzubringen, ihr eine Plattform zu liefern und das weltweit. Und es geht vor allem um Vernetzung an vielen Standorten überall auf der Welt. Die Veranstaltung trägt den Titel Perspective Matters, also die Perspektive ist entscheidend. Fotograf Johannes Hauser weiß genau, wieso diese Perspektive so wichtig ist. Ja, die Perspektive ist das Entscheidende, wie ein Bild hinterher aussieht, beziehungsweise was das Bild dann zeigt. Und da hat der Fotograf ganz große Einflussmöglichkeiten, wie das Bild dann nachher ausschaut, ob er eine Skulptur von links oder von rechts oder von oben oder von unten fotografiert. Und es gibt natürlich dann jeweils ganz, ganz andere Eindrücke auf die Skulptur. Den Fotografen sind bei der kreativen Fotografie keine Grenzen gesetzt. Trotzdem rät Hauser den Teilnehmern eines. Wichtig ist aber, dass man diese Regeln trotzdem irgendwie kennt und sie bewusst bricht. Und Bildgestaltung, Bildaufbau und so weiter ist beim Fotografie den gleichen Grundsätzen unterworfen wie in der bildenden Kunst. Also es geht um den goldenen Schnitt zum Beispiel. Es geht um das Verhältnis von Flächen und Linien. Und wenn man das im Kopf hat, und da kann man ein paar Grundregeln beachten, und wenn man die kennt, dann sieht das Bild auf einmal interessanter aus, wie wenn man nur knipst. Damit die Teilnehmer einen Anhaltspunkt haben, lichtete Hauser das Labyrinth aus verschiedenen Blickwinkeln ab. So konnten sich Fotografen durch seine Bilder inspirieren lassen oder diese ganz einfach nachfotografieren. Der ein oder andere entdeckte dadurch bestimmt eine ganz neue Perspektive.